Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Regionalliga-Partie zwischen dem BFC Dynamo und dem FC Energie Cottbus. Endstand 4:1 vor 2543 Zuschauern. Ja, unserem Gästetrainer würde ich gerne ein herzliches Hallo wünschen, kann ich aber nicht. Es ist von Energie Cottbus leider kein Vertreter gekommen. Daher gleich zu unserem Trainer Heiner Backhaus. Ja, ich möchte jetzt auch keine lange PK geben, wenn ich der Einzige bin, der hier ist. Ist ja logisch, ich finde das schwach, wenn man dann gar keinen schickt. Deswegen möchte ich jetzt auch nicht so viele Worte verlieren. Wir haben, ich denke, ein überragendes Spiel gemacht, von der ersten Minute sofort Druck aufgebaut. Hatten dann in der ersten Halbzeit zwei, dreimal Glück, dass wir im Konter nicht in Rückstand geraten sind. Aber über die gesamte Spielzeit darf es heute nur einen Sieger geben, und das war der BFC Dynamo. Und ich glaube, die Energie, die wir in dieses Spiel gelegt haben, und die Pressing-Höhen waren überragend. Die auch mit Ball tolle Phasen gehabt, Umschaltspiel, top. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft und würde jetzt am liebsten auch sofort wieder runtergehen und diesen doch deutlichen Sieg feiern. Na, so schnell mal nicht. Erstmal noch die Frage, glückliches Händchen bei den Auswechslungen? Ja, aber auch das war glücklich. Das ist ja jetzt nicht so, als dass wir das Drehbuch vom Spiel so geschrieben hätten, sondern das passiert. Es werden auch irgendwann mal wieder Einwechslungen kommen, wo die Leute die Nackenhaare dann zu Berge steigen. Das ist heute Glück gewesen, aber ich vertraue meinen Spielern. Und ich glaube, Erfolg ist nur planbar, wenn du den Spielern vertraust. Und diese Rückkopplung war einfach heute da. Und das war in den letzten Wochen öfter schon so, dass wir dann, wenn wir dann gewechselt haben, richtig viel Power reingekriegt haben ins Spiel und sowas heute. Und wir haben einen breiten Kader. Wir konnten auch heute zwei, drei Spieler nicht mitnehmen, die es eigentlich auch verdient hätten. So muss es sein. Deswegen rundum zufrieden. Ja, der freudsche Fehler. Den Gästen ist es aufgefallen. Es waren natürlich Einwechslungen, nicht Auswechslungen. Ja, daher... Fragen gibt es von den Pressevertretern? Keine? Dann schließen wir auch schon die Runde. Vielen Dank und zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.